Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Space Edge. Und heute ist es endlich soweit. Wir fliegen zu einem weiteren Planeten. Und zwar nach Vulcanus. Denn wenn wir hier so die unsere Forschungs-Queue anschauen, dann sehen wir, da sind einige Forschungen versteckt hinter Dingen, die wir wahrscheinlich auf Vulcanos bekommen können. Und ich denke, wir werden da nicht eine vollständige Basis bauen, sondern einfach mal die Anfänge, so dass wir dann zu einem Zeitpunkt in der Zukunft zurückkommen können und diese erweitern, sodass wir kontinuierlich unsere Fähigkeiten erweitern. Aber zuerst müssen wir zur Raumplattform gelangen und ich glaube, so wie wir sind, schaffen wir das nicht, denn wenn ich mich richtig erinnere, kann ich nur Rüstung und Waffen haben, aber nichts in meinem Inventar. Drum lassen wir hier mal alles zurück und sobald die Rakete dann gebaut ist, können wir uns selbst in die Umlaufbahn schießen und von unserem Raumschiff Nummer 1, können wir dann die Reise Richtung Vulcanos antreten. Und ich denke, ich nehme hier mal das Entladen-Ding raus und hoffe, dass wir alle nötigen Materialien an Bord haben, um den Start auf Vulcanos sicherzustellen. Was ich hier auch gemacht habe, ist ein bisschen Logistik, denn auf Vulcanos gibt es kein Wasser. Aber aus den Eisblöcken, die wir hier im Weltall sammeln können, können wir Wasser herstellen. Und darum haben wir hier einen Mechanismus, wo wir die Eisblöcke sammeln können, im Fall, dass wir zu viel Eisblöcke überhaupt haben. Und selbiges auch für den Kohlenstoff. Ich glaube, zumindest für Vulcanos brauchen wir kein Eisenerz. Aber falls doch, das sollte dann nicht wirklich ein Problem sein. Und wir können das einfach hier so anschließen. Wir müssen dann einfach sagen, hier lese das Förderband aus und macht das als Haltensignal. Dann sehen wir hier auf dem Förderband, das sind immer 4 Items. Das heißt, hier brauchen wir dann einen Eisenerz und die Anzahl 4 und das muss gleich groß sein. Nun, die Rakete ist bereit, dann werden wir uns hier in die Umlaufbahn hochschießen. Und das ist das erste Mal, dass ich so eine Reise ins Weltall antrete. Wolkendecke,
Dann wird die Kapsel losgelöst und da kommen wir zu unserem Raumschiff. Sehr schön. Dann denke ich, werden wir einfach mal losfliegen. Und so wie es aussieht, funktioniert unser Raumschiff ganz gut. Hier sehen wir die Distanz bis zum Ziel. Ich denke, das ist eine ansehnliche Geschwindigkeit bzw. ein ansehnlicher Fortschritt. Und unsere Türme scheinen genügend gut zu sein, um hier den Asteroiden, die uns da entgegenfliegen, Herr zu werden, so dass wir keinen Schaden nehmen. Wir sind angekommen und nun wollen wir uns unten breit machen und dafür schicken wir erstmal den Landeplatz nach unten und dann sagen wir auch, wir wollen selbst nach unten und zwar auf Vulkanos. Und ich gehe davon aus, da haben wir die umgekehrte Animation. Fancy! Wieder mit Wolken. Und da sind wir. Da ist unser unsere Landeplattform. Und hier können wir sehen, das sind die Gebiete oder die Zonen von den Raketenwürmern. Und da wollen wir nicht unbedingt rein. Aber das, was wir jetzt hier mal machen, ist, wir sagen initiale Kolonie hier. Und dann oben auf unserem Raumschiff machen wir den Haken hier raus. Und sobald wir hier quasi alles nach unten befördert haben, werden wir zurückfliegen nach Navis und die Versorgung starten, so dass wir dann hier die nächsten paar Dinge anfangen können. Und hier werden wir einfach mal uns quer durch das ganze Ding ackern. Hier oben haben wir etwas Platz. Und wenn wir hier uns anschauen, was brauchen wir? Wir müssen einen großen Vulkanfelsen abbauen. Wir müssen einen Kupferstromolit abbauen. Nicht sicher, ob wir den hier finden. Und wir müssen Calcit abbauen. Ich nehme da mal ein paar Dinge mit ins Inventar, denn was wir hier mal brauchen werden, ist etwas Strom und da kopieren wir uns einfach mal das Setup von hier was und
Und irgendwann werden dann auch unsere Robis. Ja. Da haben wir welche. Mit denen können wir das hier aufbauen. Und hier oben haben wir ein Kupferfeld. Und das war die Forschung. Und denke hier, wir müssen nicht ganz das ganze Feld vollpflastern. Aber wir können das sicher mal so machen. Und dann werden wir hier eine kleine Produktion aufziehen, wo wir die Metalle schmelzen, aber auch die ganzen anderen Dinge, die wir benötigen, hoffentlich mit an den Start bringen. Und ja, ich denke, da werden wir einfach mal sehen müssen, wie sich das dann hier so zusammenfügt. Wir haben nun alle Elemente beisammen, so dass wir hier mit ein paar Gießereien etwas Nettes machen können. Aus einer Gießerei bekommen wir das geschmolzene Eisen raus und etwas Stein. Stein kippen wir gleich wieder in die Lava rein. Und alles, was wir hier machen müssen, ist die Lava anschließen und das läuft. Vorerst habe ich einfach hier mal eine Gießerei platziert. Weiß nicht, ob das genügt, aber die sind nicht ganz billig in der Herstellung, insbesondere solange wir nicht die ausreichenden Materialien hier haben. Und da oben habe ich dann zwei weitere Gießereien, eine für Eisen, eine für Stahl. Und da bekommen wir einiges raus. Das heißt, ich denke, wir werden da noch eine für Kupfer brauchen. Und dann sollten wir eigentlich auch alles Nötige haben. Leichtbauteile können wir auch direkt aus dem Geschmolzenen machen. Interessant. Aber sobald wir auch Kupfer am Start haben, sollten wir alles haben, um die grünen, die roten und die blauen Mikroprozessoren zu produzieren. Wir sollten dann auch in der Lage sein, hier mit dieser Verarbeitung, oder zumindest wenn wir sie etwas erweitern, den Raketentreibstoff zu fördern. Und dann auch die Leichtbauteile, wie wir gesehen haben. Und dann können wir auch von hier wieder Raketen hoch starten. Apropos, hier unser Raumschiff. Das schicke ich mal zurück nach Hause. Und wir werden hier das etwas abändern. Ähm,
Was brauchen wir hier? Ah, ja. Wir wollen ein Grundgerüst haben und vielleicht auch 2000 von den Fundamenten, denn damit können wir im Orbit von Vulcanus auch eine Raumstation bauen, die uns dafür sorgt, dass wir genügend Kohlenstoff und Eis bekommen, damit wir die Verarbeitung unten auf der Oberfläche vorantreiben können. Denn jetzt, wo das Raumschiff weg ist, haben wir kein Wasser mehr. Und ohne Wasser läuft hier recht wenig. Hier auf Vulcanus haben wir etwas weitergebaut. Wir haben die grünen Schaltkreise. Wir haben hier auch schon mal ein paar große Erzförderer gebaut. Und hier habe ich ein Setup, wo wir Eis, Kohlenstoff, aber auch Eisenerz da rausknicken. Und dann mit ein bisschen Logistik können wir kontrollieren, müssen wir mehr anfordern oder sind wir gut. Ich habe auch gesehen, es gibt eine Möglichkeit aus Schwefelsäure, dem Kalzit, Dampf zu erzeugen, den wir dann nach Wasser kondensieren können, so dass wir nicht unbedingt darauf angewiesen sind, dass wir da auch eine Wasserquelle haben. Und was Ähnliches können wir auch mit Kohlenstoff machen. Mit Schwefelsäure und Kohle bekommen wir Kohlenstoff raus. Und so können wir praktisch fast alles, was wir hier benötigen, auch hier produzieren. Und inzwischen müssen wir eigentlich auch genügend Material haben, um hier eine Rakete hinzubekommen. Wir haben derzeit einfach eine Montagemaschine für die Leichtbauteile. Das heißt, es geht da etwas langsam voran, denn das Wolfram meint, dass wir brauchen für die Dinger hier, damit wir die Gießereien bauen können, gibt es nicht mehr so viel hier in dem Gebiet, das frei von den Raketenwürmern ist. Und demnächst werden wir uns hier mal diesen Quadrant erkämpfen müssen, denn da haben wir ein Feld, das wir abbauen können. Aber das, was wir hier noch machen können, ist, wenn wir hier eine Pulvermite-Platte erstellen, haben wir die nächste Forschung freigeschalten. Aber das war's dann eigentlich auch, weil wir können die Forschungspakete ohne Wolfram nicht wirklich benutzen. Drum werden wir hier in der Forschung da noch weitermachen. Und wir werden auch wir werden hier eine Plattform in der Umlaufbahn bauen. Das ist das Erste, was wir machen werden.
Und dann, wenn wir diese haben, dann haben wir im Prinzip hier auf dem Planeten eine Versorgung von Eis und Kohlenstoff aus dem Orbit und wir können zurück nach Navis und uns dort etwas nach dem Rechten umsehen und alles Nötige bereitstellen, das wir brauchen, um hier in diesem Quadranten dann effektiv erfolgreich zu sein. Aber das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!